So, Brüder, weiter geht's hier. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden und gelesen, auch nicht so schnell. Rache lenkt unsere Waffe, so sieht sie nicht aus. So. Auf geht's hier. Open the door. Duf, 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 duf. Da hinten ist es auch schon unser Ziel. Aktiviere die Generatoren. Das ist das, was die Tyranniden deaktiviert haben scheinbar. Eventuell schießen ja dann die Waffen gleich mit uns zusammen drauf. Brüder, haltet stand. Haltet stand, Brüder. Wir sind die Terminatoren. Oh, und ich beschieße unsere eigenen Gruppenmitglieder. Naja, läuft doch. Ich meine, dafür haben sie ja Terminator-Rüstung an. Werden sie ja wohl aushalten, dass bis hier ein scheiß Sturmbolterbeschuss hier. Missionsziel erfüllt. Ah, es werde Licht und die Generatoren laufen. Wohin sollen wir jetzt? Nirgendwo hin. The activation of the generators has woken a dormant gene stealers. Gene stealers waren geweckt. The activation of the generators has woken a dormant gene stealer squad. It is time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Go to your assigned battle zone in your command squad. Bullet. So, sehr schön gespeichert. Die Terminatoren ballern hier bloß so wild um sich. Ich sehe gerade gar nicht viel, um ehrlich zu sein, wenn man sich hier durch die Tyranniden-Gruppen schnetzelt. Oh, und ich sollte mich auch demnächst mal reparieren lassen. Achtung, hinter dir! So Jungs, dann wollen wir mal weiter hier. Jump, jump, crisscross the double maker, aber wir können nicht jumpen. Hier geht's runter. Ich gehe mal davon aus, wenn man das Spiel im Koop spielt, wird es um einiges noch mal interessanter, wenn jeder so seinen eigenen Terminator hat. Und eventuell auch Fähigkeiten und so weiter. Ich weiß nicht, wie es ist, ob man hier klassenbedingt die Helden, die Terminatoren nimmt oder später ausrüsten kann vor Multiplayer und so weiter. Die Mauer geht nicht kaputt. Ich sollte mir auch mal eventuell angewöhnen, meine Fähigkeiten unten zu nutzen. Also die auf den Zahlen. Wow. Okay. So. Nun komm schon. Okay, ihr gebt uns Rückendeckung. Wunderbar. Sie überwältigen uns auf gar keinen Fall. Niemals, wenn die uns überwältigen. Da stellst du, Eierkopf, dich auch da hinten bitte in die Ecke. Nun komm jetzt. Da reparier mal den Kollegen. Danach reparier mal bitte dich selbst. Du sollst dich selbst reparieren. Danke.
Monitor, den wir nicht benutzen können. Ja, doch, dürfte aber die richtige Richtung sein hier. Da haben wir wieder die Glocke. So, und jetzt lass... Ach so. Wow, hoho, wie am Anfang erwartet, kommt hier jetzt der Tyranniden-Ansturm. Ich lade nach, Jungs, ich lade nach. Symbionten sind schon ein dreckiges Pack und gerade die Tyranniden sind ein Kack voll. Ja, so sieht's aus. Die Space Marines. Wow! Treten euch nieder. So, in die Richtung. Jetzt müsste ich gleich erstmal gucken, in welche Richtung wir denn marschieren müssen. Ich lade nach, gucke auf Map, gibt mir Deckung. Ja, theoretisch könnten wir hier rein. Ne, wir werden noch eins weitergehen von da, wo wir gekommen sind. Oder wir könnten auch hier durch, denn die Treppe runter. Ja, machen wir einfach mal. Weil dann können sie uns nur von zwei Seiten angreifen. Einmal Treppe up und da hinten Treppe down. Also, Statusanzeige unserer Brüder ist sehr gut. Unsere auch momentan noch. Und hier wird sich doch auch so gleich so einiges tummeln mit hundertprozentiger Sicherheit. Ach verdammt, bin ich hier einmal vorbei, okay. Ich hätte links gemusst. Na gut, ist einfach nur geradeaus und fertig. Vielleicht nochmal einen Tyranniensturm abwehren und danach geht's rund hier. So, die Ausdauer. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob... Okay, das blaue rechts neben unserem Symbol ist die Ausdauer. Aha. Ein paar vereinzelte Streuner, die hier rumgeeiert sind. So, einmal nachladen und dann geht's weiter hier, würde ich sagen, Richtung Sicherung. Scheinen hier alle genau von rechts zu kommen. Quetschen wir uns hier mal durch. Eventuell sollten wir uns beeilen, Brüder. Nicht, dass wir Angst hätten, aber wir wollen ja die Mission abschließen und die Datensicherung. Gut, nicht getroffen, fail. Nichts Neues von Luxor. So, wir sprinten hier auf die Treppen drauf. Berechnung läuft. Moment, Moment, Moment. Sehen aber auch echt hässlich aus, die Tyranniden. Oh, unserem Brustpanzer geht es gerade gar nicht so gut. So, einmal hier den Blitz reingewirkt. Ich weiß gar nicht, was die 1 bewirkt. Könnten wir eigentlich gleich auch mal testen. So. Ach, in so einem Umfeld ist so ein Wegspringen quasi. So, aber wir sollen ja den Posten verteidigen. So, ich glaube, ich brauche langsam Heilung.
Danke. So, die Berechnung dauert hier ganz schön lange. Eventuell können meine Brüder und ich uns mal hier oben hinstellen. Vielleicht kommen sie da nicht von ganz so vielen Seiten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Kettenblitze und so hier benutzen darf. Und die Berechnung dauert ja echt ewig. Boah, Junge, Junge. Ist oben dieser gelbe Balken, der da unter den Berechnungen läuft, beendet wird. Naja, so läuft es auch, wenn sie hochklettern wollen, wenn ich sie mit dem Messer kaputt hauen kann. Vor allem mit dem Messer. Fällt er hier wieder runter, der Nappel. So. Ich bin mal noch gespannt, ob hier ein Schwarmtyrant oder sowas auftaucht. Dum, 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 dum. Sturmkanone verzieht sich natürlich ganz nach hinten. So, läuft auf jeden Fall. So können wir sie hier schön einigermaßen abhalten. Und ich glaube, ich bekomme nicht groß Schaden. Aber zumindest nicht so laut Anzeige, wenn ich es richtig verstehe. Man erkennt hier überhaupt nichts bei diesem Gesplatter. Bam, 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 bam. So, nachladen konnten wir auch. Und die Neuberechnung ist zu 3/4% abgeschlossen. Also ich stelle mir das, wenn man das auf... Naja, normal könnte noch gehen. Aber wenn man es auf schwer spielt, schon relativ böse vor, um ehrlich zu sein. Oder auf hart. Also wie gesagt, wenn man es im Multiplayer spielt, ich bin gespannt drauf. Vielleicht kommt ja die nächste Mission im Multiplayer. Ich will mal gucken, wie der Multiplayer auf jeden Fall funktioniert. Da haben sich halt schon einige angeschlossen und gesagt, sie wollen es auch spielen. So, gleich haben wir es geschafft. Aber wie gesagt, die Grafik ist echt der Hammer. Finde ich geil. So, und wir brauchen noch keins unserer vier Psi-Tore. Rutsch mal hier ein bisschen dicker. Die Xenos sind am Ankommen. Da ist er wieder runtergeplumpst. Laden wir mal kurz nach. So. Oh. Da oben ist was angekommen. Da drüben auch. Mission abgeschlossen. Wunderbar. Gefundene Relikte 0%. Ist wahrscheinlich Richtung armselig. Ehreneliminierung 169. Geht das ins Perfekt ein? Ich weiß es nicht. Eiferpunkte. Geht auch eher Richtung Perfekt. Eliminierung gesamt 261. Naja, gutes Mittelmaß. Kult Mechanicus. Und Psi-Tor nicht verwendet. Perfekt. So, wir sind eher so Richtung Perfekt. Haben 3 Eiferpunkte bekommen. Librarian. Blub. Wir haben gerade neue Ausrüstung für deine anstehende Mission erhalten. Es steht zusammen mit deiner aktuellen Ausrüstung am Brückenkopf zur Verfügung. Wunderbar, eine Sturmkanone. Wunderbar, neue Ausrüstung am Brückenkopf. Mission abgeschlossen. So, wo klicke ich denn jetzt? Hier auf Weiter wahrscheinlich. So, das hier unser Skillbaum. Auch sehr, sehr interessant gemacht. Fertigkeiten, Aufwertung, Interface. Hier können wir... Befehl sagte schon, für unsere
Mitstreiter-Sachen mehr oder weniger verbessern. Psionisch sind halt die Kräfte, die Psy-Kräfte, die Magie, die wir einsetzen können, weil ich auf 1 und 2 hatte, weil ich vor allen Dingen gerade immer verwendet habe zum Schluss. Und die Hingabe geht mehr oder weniger auf Waffen, glaube ich, aus. So, für deinen ehrenhaften und einfachen Einsatz im Namen des Imperators wurdest du mit einem Reinheitssiegel, genau. Und das waren die Dinger, die ich da in der Folge davor oder vor 2 Folgen vorher erwähnt habe. Diese roten Wachssiegel mit dem Papier unten da, ne? Belohnen, dass dich vor feindlichen Angriffen schützt. 10% mehr Rüstung ist natürlich fett. Dank deiner Hingabe kannst du schneller die Kontrolle über Maschinen übernehmen. Aha. Weiß ich nicht, ob es was bringt. Dein Eifer ist so groß, dass feindliche Psioniker dir weniger Schaden zuführen können und du vor den Gefahren des Warp geschützt bist. Psi-Resistenz, ja, habe ich jetzt noch keine so weiter erlebt. Dein Eifer schützt dich vor Verletzungen, die dich normalerweise töten würden. Du erleidest keine kritischen Treffer, klingt doch schon mal sehr schön. Wie kann ich das skillen? Ach so. Wahrscheinlich, ach, man muss hier aufs Plus und dann, es gilt ja von Anfang an da irgendwie. Deine Verbündeten können nun eine Plasmakanone effektiv einsetzen. Okay. Der Psioniker konzentriert seine Kräfte, um ein Inferno zu entfachen, das seine Feinde verschlingt. Ja gut, die Rüstung hier würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Ach. Oh nö. Ist doch kacke. Das ist wie, wo haben wir... 40k Down of War, man skillt hier immer erstmal dazwischen und jetzt als nächstes kommt hier erst als zweites die 10% Rüstung. Gut, und wir haben einen Punkt. Ja, ist natürlich, sollte man natürlich auch gucken, worauf man hinausarbeiten will. Psychoniker setzt seine mächtigen Kräfte ein, um seine Feinde zu vernichten. Ja, ich würde sagen, aber hier Psy ist auch nicht verkehrt.